Das Race Across America galt in der Extremradsportwelt bislang immer als das Rennen schlechthin. Mit dem heuer erstmals ausgetragenen Race Around Austria hat dieses 5000 Kilometer lange Non-Stop-Radrennen quer durch die Vereinigten Staaten von Amerika nun aber so etwas wie einen kleinen Bruder bekommen. Das Rennen entlang der Grenze Österreichs ist zwar nur halb so lang wie das amerikanische Vorbild, ist aber ebenso mit rund 30.000 Höhenmetern gespickt und bringt so die Teilnehmer, welche zum überwiegenden Teil aus dem Amateurbereich kommen, an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Da geht es einfach um die persönliche Herausforderung. Schaffe ich sowas? Kann ich das überhaupt durchstehen? Der Reiz, etwas Besonderes zu machen, das wird immer interessanter. Und auch für den Otto-Normalverbraucher, auch für einen normalen Radfahrer, der vielleicht nur 4.000, 5.000 Kilometer pro Jahr fährt, können solche Distanzen einfach zum Ziel werden. Und man kann über seine persönlichen Grenzen drüber gehen und dann sehen, zu was man eigentlich fähig ist. 13 Herren und eine Dame stellen sich in Schärding, schönsten Barockstadt Österreichs und zugleich auch Start- und Zielort der ersten Auflage dieses Rennens, dieser Herausforderung. Eine Herausforderung, bei der die Teilnehmer in 6 Tagen nicht weniger als 2200 Kilometer, gespickt mit so berühmten Alpenpässen wie dem Großglockner, der Silvretter Hochalpenstraße und dem Hochkönig zurücklegen müssen. Lass mir die Kirche im Dorf. Ich denke, jeder, der das Ziel erreicht, ist ein Sieger. Und jeder, der ausscheidet, hat das Rennen verloren. Ob du auf Platz 2 oder 4 oder irgendwo bist, ist für mich nebensächlich. Das Race Across America hat uns natürlich dazu verleitet, dass wir sowas auch mal machen wollen. Und nachdem es das jetzt in Österreich gibt, war für uns das sofort klar, dass wir da mitmachen wollen. Die Ultra-Herausforderung schlechthin, weil der Glocknermann hat nur 1100 Kilometer und 16.000 Höhenmeter gehabt. Und jetzt geht es doch in Richtung von über 2200 Kilometer mit 28.000 oder 29.000 Höhenmeter. Wir werden das als Abenteuer angehen und schauen, dass wir in Schärding wieder mit einer guten Zeit da sind. Als einzige Frau nimmt die Oberösterreicherin Rosi Hoffmann an diesem Non-Stop-Radrennen teil. Die ambitionierte Amateursportlerin entschied sich erst 2 Stunden vor dem Start zur Teilnahme, da im vierköpfigen Roadbike-Team, übrigens ein reines Männerteam, kurzfristig ein Platz frei wurde. Da das Team aus Deutschland ohne Betreuung die Tour in Angriff nimmt, ist es für alle Beteiligten ein Abenteuer der besonderen Art. Zum einen ist das das Abenteuer, aber Verpflegung, Navigation, es wird schwer werden und interessant werden, denn die Strategie, die wir uns festgelegt haben, schaut aus, dass wir 3 Stunden fahren, Fahrrad, 3 Stunden Auto und dann 3 Stunden Regeneration. Regeneration heißt etwas ruhen und spätestens ab Dienstag wird es wahrscheinlich dann interessant werden, wie es mit der Regeneration ausschaut und dementsprechend dann auch die Leistung auf dem Fahrrad aussieht. Aber sowas ausgeschrieben, Abenteuer, Teamgeist und wir werden es leben. Von der berühmten Schärdinger Silberzeile aus geht es für die Teilnehmer des ersten Race Around Austria bei wahrhaft traumhaftem Radsportwetter von nun an im Uhrzeigersinn entlang der Grenze Österreichs. Die ersten Stunden bei diesem Rennen zählen dann auch gleich zu den schwierigsten des gesamten Rennens, gilt es doch nach der Überquerung der Donau mit dem Mühlviertler Granitland die hügelige Landschaft des nördlichen Oberösterreichs zu bewältigen. Auch für den mittlerweile in Oberösterreich lebenden dreifachen Gewinner des Race Across America, Wolfgang Fasching, ist dieser Teil des Rennens einer der härtesten. Es kommt ein Hügel nach dem anderen und wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Großglockner fahre, da irgendwo auf einem Pass in den Alpen, dann weiß ich, der hat 14 Kilometer und oben geht es dann richtig runter. Und in dem Hügelland, da geht es einfach immer nur bergauf, bergab, also ständig dieser Rhythmuswechsel, mal steiler, mal flacher bergauf, also das zehrt enorm und wenn man nicht so gut drauf ist dann und momentan nicht so die Kraft hat, dann verschleißt man da sehr viel Kraft.
Während sich an der Spitze der 29-jährige slowenische Militärpolizist David Ritterich, er hat erst vor einem Jahr die Laufschuhe mit dem Rennrad getauscht, ein Duell mit dem Steirer Reinhard Wendler liefert, spielt sich nur knapp dahinter das erste Drama dieses Rennens ab. Der Wiener Patrick Hager, er hat erst vor einer Woche das Race-Around Central Europe gewonnen und zählt damit auch zu den ganz großen Siegernwerten bei diesem Rennen, kämpft nach einem Missgeschick schon kurz nach dem Start des Rennens mit immer größer werdenden Schmerzen im linken Knie. Ich bin kurz nach dem Start beim Anstieg irgendwie mit dem linken Fuß aus dem Pedal rausgekommen, da hat es mir das Knie ein bisschen vertraut. Anfangs habe ich geglaubt, es geht noch weiter. Aber bei jedem Anstieg hat es immer einen Stich gegeben. Ich habe dann ein, zwei Volt Terrain genommen. Ist aber auch nicht wirklich besser geworden. Und jetzt am letzten Anstieg habe ich wieder gemerkt, dass es bei den Anstiegen nicht mehr geht. Also es ist eher sinnlos weiterzufahren, weil es kommen noch genug Höhenmeter. Nach 8 Stunden und rund 200 zurückgelegten Kilometern ist damit Schluss für den Wiener beim Race-Round Austria. Mit Anbruch des zweiten Tages sitzen die Rennfahrer dann bereits 18 Stunden lang im Sattel. Anstrengungen, die man vor allem den Viererteams nicht ansieht. Wechseln sie doch alle 30 Minuten den Fahrer, sodass für einen Teil der Mannschaft auch immer ein paar Stunden Schlaf in einem Begleitwagen möglich sind. Wir haben uns da eine Katze dritt in den Bus und du bist eh uns mir da und schlafst schon, das passt schon. Und jetzt freut man sich wieder aufs Fahren so in die aufgehende Sonne rein oder sagt man, ein bisschen mehr Schlaf wäre schon gut gewesen? Also nachdem ich da hinten drin gelegen bin, ist mir fast lieber, ich sitze am Rall und fahre. Also ich freue mich schon auf die Sonne jetzt wieder. Schon super. Das nördliche Burgenland präsentiert sich zu Beginn des zweiten Tages des Race-Round Austria wahrlich von seiner schönsten Seite. Naturschönheiten, für die die Teilnehmer nach 20-stündiger Non-Stop-Fahrt aber nicht wirklich ein Auge haben. Vor allem nicht der 42-jährige Steirer Reinhard Wendler. Der ASFINAG-Angestellte, der sich im Juni mit dem Gewinn des 1000 Kilometer langen Glocknermains den Ultramarathon-Weltmeistertitel in der Altersklasse über 40 sicherte, kämpft nämlich schon seit Stunden mit gesundheitlichen Problemen. Ich habe massive Magen-Darm-Probleme gehabt. Also ich habe keine Nahrung aufnehmen können. Das ist natürlich nicht gut bei so einem Rennen, wo man extremen hohen Kalorienbedarf hat. Also ich habe ziemlich gelitten schon. Ich hoffe, es wird besser, weil sonst wird es sowieso kritisch. Wie lang oder wie ist der Plan jetzt, außer dass... Ich fahre nach Halm rein. Da werde ich 2-3 Stunden schlafen. Und wie gesagt, wenn es sich nicht bessert, dann kriege ich Probleme. Ansonsten wird es weitergehen. Trotz dieser Schwierigkeiten ist der, aus der in der südwestlich von Graz gelegenen Gemeinde Seiersberg kommende Wendler, im Zwischenklassement immer noch ganz vorne zu finden. Sein erster Verfolger ist weiterhin der erst 29-jährige Ritsch, der Militärpolizist, der bislang eher auf den Marathonstrecken dieser Welt zu Hause war. Seine Bestzeit für die 42,195 Kilometer lange Marathonstrecke